Assalamu alaikum, marhaban und masa ul khair. Ich hoffe, es geht euch allen super und ich habe euch wirklich sehr vermisst. Es ist ein Monat her ungefähr, dass ich mein letztes Video gemacht habe. Und jetzt, da ich habe eigentlich immer versucht, jedes Monat ein Video zu machen oder so viele Videos wie möglich. Aber jetzt geht es nicht mehr und deswegen versuche ich das einmal im Monat zu machen. Alhamdulillah, wir sind endlich fertig mit Al-Fi'l Al-Madi und Al-Mudari', das Verb in der Vergangenheit und das Verb in der Gegenwart. Und ich hoffe, ihr habt die Zeit genutzt, dass ihr das geübt habt, so damit wir mit Al-Fi'l Al-Amr endlich anfangen können. Und zwar die letzte Zeitform. Alhamdulillah. Und somit fangen wir mit Al-Fi'l Al-Amr oder Al-Amr. Al-Amr ist die Befehlsform. Wir haben Vergangenheit, Gegenwart und Befehlsform. Die Zukunft ist noch einfacher. Man fügt entweder einen Harf, einen Buchstaben hinzu zum Verb in der Zeit der Gegenwart oder Saufa. Und dazu kommen wir schon, inshallah. Als erstes Al-Fi'l Al-Amr und die Verben teilen wir genauso, wie wir das in den anderen gemacht haben, und zwar Al-Fi'l, Al-Sahih, Al-Mu'tal. Al-Sahih gehört Al-Salim und Al-Mahmus und Al-Mudaf. Und zum Mu'tal haben wir Al-Mithal, Al-Ajwaf und Al-Naqis. Und dann fangen wir wieder mit Kataba. Und wir haben gesagt Kataba und Yaktubu. Und im Amr sagen wir Uktub. Ente, Uktub. Jetzt die Domair, die Personalpronomen habe ich nur hinzugefügt, damit ihr wisst, zu welchem Personalpronomen gehört welches Verb. Okay? Aber beim Amr, genauso wie im Deutschen, sagt man nicht du schreib, sondern schreib. Und falls ihr wissen wollt, wie jetzt diese roten Buchstaben gekommen sind am Anfang, erkläre ich das euch. Falls ihr es nicht verstanden habt, mit der Zeit werdet ihr es noch verstehen. Und zwar haben wir doch im Mudare gesagt, Yektubu. Ja? Und bei Yektubu ist der Kaf, der erste Buchstabe, Sakin. Also, Gher Mutaharik, er bewegt sich nicht. Er ist ein Stoppbuchstabe, wo man auf ihn stoppt man eben, okay? Und deswegen mussten wir mit einem Buchstaben kommen, damit wir es lesen können. Und deswegen haben wir Al-Alif genommen und haben Uktub gesagt. Okay, jetzt wird ein Türke sagen, aber Hocam, warum Uktub und nicht Iktub oder Ektub? Ja, ich sage, oder nicht ich, sondern die Gelehrten sagen, also die Gelehrten in der arabischen Sprache sagen, wir gucken auf den dritten Buchstaben. Der dritte Buchstabe ist, Elif ist der erste Buchstabe, Kaf ist der zweite Buchstabe, Ta ist der dritte Buchstabe. Der dritte Buchstabe hat ein Dhamma. Ein Dhamma. Und deswegen sagen wir Uktub. Also wir geben den ersten Buchstabe genau die Hareke, die den dritten Buchstabe hat. Okay? Hätte der dritte Buchstabe einen Fetha oder einen Kesra, dann würden wir sagen I. Okay? Und dazu können wir noch, kommen wir noch. Sogar heute noch. Also, enter, du schreib. Uktub. Und achtet bitte am Ende des Verbes. Am Ende des Verbes ist es genauso. Sakin. Wir stoppen darauf. Wir sagen nicht Uktubu oder Uktubi oder Uktuba. Wir sagen Uktub. Okay? Enti, du weiblich. Uktubi. Hier haben wir Elif hinzugefügt. Und ich habe euch erklärt, warum. Und am Ende. Und am Ende ein Ja. Denselben Ja, den wir in Al-Mudari hatten. Okay? Und dann Entuma Uktuba. Den Elif von Al-Mudari ebenso. Und Entum Uktubu. Genau das gleiche. Waw al-Jama'a. Entunna Uktubina. Nun al-Niswa. Und ich hoffe, ihr habt euch diese Buchstaben gemerkt. Ja al-Mukhataba, Alif al-Ithnain, Waw al-Jama'a, Nun al-Niswa. Und das Schöne am Fi'l al-Amr ist, dass es nur noch sechs gibt.
Also es gibt's nicht mehr so 12. Alhamdulillah, yani. Okay. Also Oktub, Oktubi, Oktober, Oktubu, Oktubne. Jetzt nochmal zusammen. Oktub, Oktubi, Oktober, Oktubu, Oktubne. So, jetzt sind wir mit Es-Salim fertig. Ich hoffe, ihr übt fleißig und lernt diese Buchstaben, diese, was heißt das, diese Verben auswendig und gut und ja. Kommen wir zum nächsten. Ich habe jetzt ein Beispiel genommen, das mit Kesra hat, und zwar Alima. Wir sagen im Emr I'lam. Warum I'lam? Wir haben gesagt, wir gucken zum dritten Buchstaben. Was ist der dritte Buchstabe? Ein Lam. Welche Haraka hat sie? Eine Fetha. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, Kesra am Anfang. Der erste Buchstabe entweder Dhamma oder Kesra. Kein anderes. Kein Fetha. Okay? Enta, I'lam. Wisse. Ja? Enti, du, weiblich. I'lami. Wisse. Du wisse. Entuma, I'lama. Ihr beide wisst. Oder wisse. Keine Ahnung. Ja? Und Entum, I'lamu. Wisst. Entunna, I'lamna. Und das ist genauso. Also einmal für du weiblich, du männlich, du weiblich, ihr beide, ihr männlich und ihr weiblich. So. Jetzt sind wir mit Salim fertig. Und jetzt kommen wir zu, sagt ihr es mir, Al-Mahmus. Und dazu habe ich jetzt Eckhelle genommen. Ja, Essen. Ich habe wirklich sehr viel Hunger. Ente Kull. Boah, jetzt sagt ihr, was hier passiert. Wo ist das Elif? El-Mahmus, bei El-Mahmus nehmen wir den Elif weg und somit kommt dann Kull. Wir haben den Elif weggenommen und den ersten Dhamma gegeben und den letzten Saken gegeben. Kull. Enter Kull. Enti Kuli. Entuma Kula. Entum Kulu. Entunna Kulna. Okay? Jetzt, ich hoffe, es ist alles verständlich. Wenn nicht, dann könnt ihr gerne immer fragen. Und wir wiederholen das mal noch schnell. Und fangen mal jetzt an. Oktub, Oktubi, Oktober, Oktubu, Oktubna. I'lam, I'lami, I'lama, I'lamu, I'lamna. Kul, Kuli, Kula, Kulu, Kulna. Ist doch sehr einfach, oder? Und somit lasse ich euch jetzt ein bisschen üben. Bleibt im Ball, bleibt fleißig und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salama. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.